Hallo Moritz, schön, dass wir uns treffen können. Ja, hi Raphael. Wir kennen uns eine gefühlte Ewigkeit, weil wir uns nämlich übers Web kennen, aber wir haben uns wirklich vor 10 Minuten zum ersten Mal getroffen. Hatten aber gleich so ein paar Gesprächsthemen und Gesprächsfetzen, die darauf hinweisen, dass wir uns kennen. Ja, auf jeden Fall, klar. So ist es ja häufig. Ja, und mittlerweile hat man ja wirklich sau viele Webbekanntschaften, Menschen, die man einfach nur übers Internet kennt, aber trotzdem das Gefühl hat, ja, das passt irgendwie. Und wo man auch genau wüsste, wenn ich die jetzt im Real Life treffe, passt es. Ja, und ich glaube, das ist auch ganz cool so. Ja. Ja. Wie ist denn das? Wie ändert sich denn die journalistische Arbeit in Zeiten der Personalisierung, wo du als ganze Person drin steckst und nicht nur als Journalist? Ja, ich habe das ja im Prinzip, diese ganze Social-Media-Entwicklung tatsächlich mit Beginn meiner journalistischen Ausbildung als Volontär mitbekommen. Also 2008 fing das gerade an, dass Twitter in Deutschland immer mehr vor allem in den journalistischen Mainstream gekommen ist. Und ja, man muss schon sagen, also für mich war das eine total bereichernde Entwicklung, einfach immer wieder von den Leuten Feedback zu Artikeln zu bekommen, auch mal einfach so was Banales wie einen Korrekturvorschlag oder so zu einem Artikel. Aber so einfach dieses lebendige Austauschen direkt mit den Lesern oder mit den Zuschauern meiner Videos, das ist eine unheimlich bereichernde Sache für meine Arbeit. Ja. Du hast auf deinem Blog geschrieben, dass du vom Schreiben her kommst und jetzt beim Video gelandet bist. Sagst aber, dass es eigentlich egal ist, über welches Medium das transportiert wird, weil die Bilder dazu im Kopf sich bilden. Wie siehst du dennoch die Vorteile oder die Besonderheiten des Videos als Medium? Ja, natürlich ist es mit dem Video immer schön, dass man da eben tatsächlich die Bilder schon mehr so gestalten kann, wie man sie auch präsentieren möchte. Ja, beim Schreiben ist man natürlich schon darauf angewiesen, dass die Fantasie des Lesers mitspielt und dass die Sprachbilder, die man wählt, dann auch funktionieren. Wenn man ein Video macht, dann kann man es natürlich so in Szene setzen, wie man es auch gerne hätte. Ja? Und dieses gestalterische Arbeiten, dieses mit dem Bild eine Aussage unterlegen und gestalten, das macht mir bei Videos einfach am meisten Spaß. Ist es dann nicht so, dass du mit den Videos quasi die Bilder für die Leute generierst und damit den Leuten oder den Lesern, also den Nutzern oder Usern, die Arbeit abnimmst, die sie hätten, wenn sie einen Text lesen würden? Nee, so würde ich das nicht sehen, dass ich denen irgendwie Arbeit abnehme, aber man erzielt halt mit Bildern eine ganz andere Wirkung als mit Wort. Ja, das sind, wenn man es so betrachtet, schon zwei verschiedene Sachen. Und nicht alles, was man im Wort ausdrücken kann, kann man auch gut im Bild ausdrücken und umgekehrt ist es genauso. Die Leute sollen schon, wenn sie ein Video von mir gucken, ja auch irgendwie, bei denen soll ja auch im Kopf was passieren, da soll sich was entwickeln, was dann über das eigentliche Bild des Videos hinausgeht. Das ist ja schon so ein bisschen das Ziel, dass manche Bilder stehen ja auch für eine bestimmte Stimmung, für eine Atmosphäre, für eine Symbolik oder sollen, ein Bild soll im Idealfall vielleicht mal eine ganze Szenerie transportieren. Insofern ist man immer darauf angewiesen, dass die Fantasie der Zuschauer dann auch mitspielt. Mhm. Wie glaubst du, dass sich das denn weiterentwickelt, was so crossmediale Geschichten angeht? Also du kommst natürlich aus einer klassischen Regionalzeitung oder Lokalzeitung, die aber vorne mit dabei ist. Also die Rheinzeitung, wenn man in Deutschland nach lokalem Journalismus mit Zukunftsvisionen guckt, dann ist man ziemlich schnell bei der Rheinzeitung. Und das treibt die auch voran, aber wo geht das hin? So? Ja, das ist immer so die Frage, ne? Wer kann das sagen? Man kann es letztlich nie absehen und es kommt immer irgendeine Entwicklung, die dann doch maximal 2, 3 Supergenies vorhergesehen haben, auf die dann aber keiner gehört hat, als sie es gesagt haben. Also ich denke schon, der lokale Journalismus wird immer mehr dahin gehen, dass der Kontakt zwischen der Lokalredaktion und den Bürgern über Social Media intensiver wird und die klugere Lokalredaktionen werden das zu nutzen wissen. Und werden ihr Blatt damit nicht nur lesernäher gestalten können, sondern sicherlich auch nachrichtlich interessanter, weil sie einfach an bestimmte Informationen einfacher kommen, an die sie vorher nicht rangekommen sind. Und da sind der zukünftigen Entwicklung, da stehen wir ganz am Anfang erst. Da sind noch viele Grenzen, die verschoben werden können, glaube ich. Das Web macht ja, dass man dich nicht nur als Journalist kennt, sondern eben auch als Privatpersonen. So weiß man zum Beispiel, dass du in der bunten Liga Rheinhessen Fußball spielst. Ist es für dich nicht komisch, dass du quasi mehr preisgibst, als jetzt zum Beispiel ein Journalist vor 10 Jahren von sich preisgeben hätte müssen, um bei den Lesern anzukommen und quasi als ganzer Journalist wahrgenommen zu werden?
Ja, aber das sehe ich jetzt, so eine Info zum Beispiel, dass ich hobbymäßig Fußball spiele, die sehe ich jetzt zum Beispiel gar nicht so sehr in Bezug zu meinem beruflichen Alltag. Das ist halt eine private Info von mir, die ich gerne preisgebe, weil mir Fußball Spaß macht, weil ich meine bunte Ligamannschaft damit ja auch bekannter mache und wir uns immer über Fans freuen. Aber alles das, was ich über mich preisgebe in der Öffentlichkeit, sind ja nicht Dinge aus meinem privatesten Privatleben, sondern das sind Dinge, von denen ich denke, die finde ich interessant, privat, aber ich glaube, die könnte auch eine Öffentlichkeit interessant finden. Und manchmal gibt es dann natürlich auch Überschneidungen zum journalistischen Alltag, gerade natürlich, wenn es um so Themen wie Kommunikation, wie Medien geht und so weiter, wo man sich dann auch austauscht. Oder eben das lokale Geschehen in Mainz, wenn ich da irgendwas mitbekomme als Journalist, dann finde ich das aber vielleicht auch privat berichtenswert oder interessant und teile das dann darüber. Aber bestimmte Dinge bleiben natürlich auch einfach privat und die wird man von mir auch im Internet erstmal nicht finden. Ja? Und da wird man es schwieriger, da wird man es schwerer haben, das rauszufinden. Also ich finde, man kann das schon gut trennen zwischen privatem, beruflichen und einer Schnittmenge aus beidem. Noch eine prophetische Frage zum Abschluss. Ihr steht jetzt in der bunten Liga Rheinhessen auf dem Tabellenplatz 1 mit eurer Mannschaft und wenn schon das andere nicht vorhersehbar ist, was ist denn so dein Tipp für das Ende? Wird es denn was werden mit der Meisterschaft, mit der Wiederholung der Meisterschaft in diesem Jahr? Ja, ein Spiel steht noch aus. Ein Punkt Vorsprung in der Tabelle. Ja, du hast gut recherchiert, ja. Es wäre natürlich wunderbar, wobei ich sagen muss, mein Anteil in diesem Jahr wäre äußerst gering. Ich glaube, ich habe 3 Spiele nur mitgemacht für die Mannschaft in diesem Jahr. Beim letzten wäre ich natürlich noch mal sehr gerne dabei, um die Meisterschaft mit den Jungs zu feiern. Und das Gewinnen haben wir es im Sack, ja. Also so einfach ist es. Ja. Super, Moritz. Danke, dass du hier warst. Hat mich gefreut, dich kurz hier zu interviewen und wir sehen uns. Kein Ding.